Ein langjähriger Kapitän geht von Bord, ein ehemaliger Nationalspieler und Olympiateilnehmer hört gleich ganz auf. Für Ivo Warnecke, der zum TVDH Oldenburg wechselt, und Oliver Körmann ist am Freitag der Abend des Abschieds gekommen, zumindest von den eigenen Fans. 1520 sind in die Nordfrost Arena gekommen. Und klar ist schon vor Spielbeginn, beim Wilhelmshavener AV werden die beiden Spielmacher in guter Erinnerung bleiben. Davor wird noch ein bisschen Zweitliga-Handball gespielt, der WAV hat die HSG Nordhorn-Lingen zu Gast. Und deren Trainer Heiner Bildmann hat so gar keinen Bock darauf, dass sich das Hinspiel noch einmal wiederholt. Im vergangenen Dezember kamen die Grafschafter mit 22 zu 34 unter die Räder. Und auch damals erzielte Kreisläufer Steffen Köhler das erste Tor für die Jadestädter. Und auch damals kam Torhüter Markus Bokisch richtig gut in die Partie. Köhler gelingt ein perfekter Start, die ersten drei Treffer für den WAV entfallen allesamt auf ihn. Björn Burmeister schwant Böses, geht das denn schon wieder los? Auf der Gegenseite bekommt Ivo Warnecke ordentlich Einsatzzeit und die Wilhelmshavener Fans einiges zu sehen. Schwolo 6 zu 2 nach 16 Minuten. Seit 11 Minuten hat seine Mannschaft kein Tor mehr gemacht, in der 18. Minute muss ein 7 Meter her, 7 zu 3, ein Torfestival sieht anders aus. Aber das macht nichts, wenn so schöne Treffer dabei sind wie der von Ivo Warnecke. Es bleibt sein einziges Tor an diesem Abend. Die mitgereisten Fans aus der Grafschaft Bentheim haben dann aber gar keinen Grund mehr so reserviert reinzuschauen, denn ihr Team dreht richtig auf. Miedemar zum 5:9 aus Sicht der HSG in der 23. Minute und Miedemar zum 9:10 in der 28. Die Gäste erzielen 5 Tore in Folge, allesamt im Gegenstoß. 10:10 steht es zur Pause. Hier geht was für die HSG. Im Hinspiel brachen sie nach der Pause ein, heute nicht. Lutz Heini fackelt aus dem Rückraum. Aber nicht umsonst hat der WAV mit René Drexler den besten Zweitligaspieler in seinen Reihen und mit Yannick und Steffen Köhler Zwillingsbrüder, die auch exzellent zusammenspielen. Steffen Köhler, der Abwehrchef, spielt aber nur auf Bewährung, hat schon zweimal 2 Minuten kassiert. Und hier läuft das Spiel zunächst weiter, doch dann unterbrechen die Schiedsrichter die Partie, Matej Kusul versteht die Welt nicht mehr und wir sehen im verlangsamten Bild, es ist tatsächlich eine sehr harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung auf absichtliches Fußspiel zu befinden. 3x2 macht in der Summe rot. Schütteln und weitermachen, Fabrice Lehmann kann es auch aus dem Rückraum, 15 zu 14. Er kann nicht mehr helfen und solche Löcher in der Defensive abdichten. Es ist ein offener Schlagabtausch, in dem Oliver Körmann noch einmal alles rausholt. 17 zu 14. Und der will aufhören? Kurz vor Schluss führen die Hausherren dann mit 2 Toren, wenig später nur noch mit einem Treffer. 30 Sekunden sind noch zu spielen, der WAV muss abschließen. Der Tabellenneunte bekommt also den vermeintlich letzten Wurf. Und die Gäste spielen es verdammt clever mit Übersicht auf den Punkt. Lutz Heini bedient Patrick Miedemar, 19 zu 19. Es ist also punktemäßig nur ein halbes Happy End für Oliver Körmann und Ivo Warnecke. Emotional hingegen passt alles. Auch natürlich, dass René Drexler als bester Spieler der Saison ausgezeichnet wird. Er ist der 260-Tore-Mann und diese Mannschaft hat sich ohnehin jeglichen Respekt verdient. Ja, Christian Körmann, verrücktes Spiel. 19 zu 19 ist es ausgegangen. Es hätte, glaube ich, den Chancen nach auch 30-30 ausgehen können. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja gut, nach den Abschiedsszenen jetzt gerade hier rückt das Ergebnis dann so ein bisschen in den Hintergrund. Aber wir haben natürlich 2 sehr starke Abwehrreihen gesehen, 2 sehr starke Torhüter. Dadurch wurde das Spiel geprägt. Vorne fehlten ein bisschen die Körner, bei uns auf jeden Fall, durch die Grippeerkrankten. Man hat aber gesehen, alles was an Kraft da war, haben die Jungs reingeschmissen. Nur die Konzentration fehlte nachher im Angriff. Ne? Und von daher, wenn es jetzt nur um das Spiel geht, wollen wir natürlich eigentlich die 2 Punkte hier behalten. Aber wir hatten alle Möglichkeiten dazu. Nur heute sind, glaube ich, andere Dinge im Fokus und denen widmen wir uns jetzt. Ja, Olli Körmann, von der Sympathie her zeigt es schon, du könntest eigentlich noch ein bisschen weiterspielen in Wilhelmshaven. Wie war das letzte Heimspiel für dich in der Nordfrost Arena? Ja, super, also ganz toll. Großes Kompliment an die
Verantwortlichen hier haben das schön organisiert. Die Halle so voll gekriegt, weil mal ordentlich die Werbetrommel gerührt wird oder wurde. Und das müssen wir öfter so machen, damit es bei den Heimspielen immer so eine Stimmung ist. Wie schwer wiegt der Wermutstropfen oder wie bitter schmeckt der Wermutstropfen, dass das heute nicht mit einem Sieg ausgegangen ist hier, sondern mit einem Unentschieden? Ja, ich bin damit zufrieden. Also das Spiel war letztendlich eigentlich egal. Klar wollten wir das eigentlich gewinnen, logisch, aber das hat es halt heute nicht hergegeben. Dazu waren wir nicht konzentriert genug, haben das leichtfertig ein bisschen aus der Hand gegeben und das ist in so einer Situation völlig in Ordnung heute. Ivo Warnecke ohne Handball funktioniert nicht so richtig. Deswegen auch die Entscheidung, dass du jetzt in Oldenburg weiterspielst? Ja genau, ich kann nicht ganz ohne, aber es ist natürlich nicht mehr so leistungsbezogen wie hier, aber ich bleibe auf jeden Fall dem Handball treu, klar. Wie schön war das Abschiedsspiel hier in der, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, das Abschiedsspiel in der Nordforst Arena vor heimischen Fans? Ja, genial. Ich hätte natürlich gerne mit 2 Punkten gewonnen, aber ja, es war super und hinterher, die Leute sind alle geblieben. Es ist einfach eine ganz spezielle Stimmung hier in Wilhelmshaven. Du hast jetzt in dieser Saison, sag ich mal so, rein spieltechnisch einen schweren Stand gehabt, wenig Einsatzzeiten gekriegt. Wie wichtig war es dir jetzt auch im letzten Spiel nochmal wirklich mit so einem Treffer in die lange Ecke, das war ja ein geiles Ding, dich so einzuführen hier? Ah, das ist mir nicht so wichtig gewesen. Ich wollte einmal noch auf jeden Fall zu Hause spielen. Du hast es angesprochen, ich hatte eine schwere Saison, wenn man nicht spielt. Als Handballer will man auf der Platte stehen, man will nicht auf der Bank sitzen, nicht auf der Tribüne, man möchte auf der Platte stehen. War für mich nicht ganz einfach, aber das heute war nochmal ein super schöner Abschluss.